Ich melde mich heute aus dem Paul-Löbe-Haus, hier dem Ausschussgebäude des Deutschen Bundestages, und habe Marco Rutter zu Gast, unseren liberalen Bürgermeisterkandidaten aus Petershagen-Eggersdorf. Und ja, IT-Sicherheit, Digitalisierung sind für uns Freie Demokraten ganz wichtige Themen. Und da interessiert mich als Innenpolitikerin der Freien Demokraten im Bundestag auch sehr, was das für unsere Kommunen bedeutet und was wir da tun sollten. Ja, also in der Tat, das ist ein wichtiges Thema, weil wenn man sich das anschaut, dass die Bürger ihren Alltag natürlich heute digital auch organisieren, auch viele Abläufe sich im Tagesverlauf auch darüber zurechtlegen, dann muss Verwaltung natürlich auch ein Teil dieses Netzwerks werden. Jetzt hatten wir ja so, deswegen bin ich auch zu dir gekommen, wir hatten ja so ein prominentes Beispiel in der letzten Woche, genau, auch mit einem Cyberangriff auf die Bundesverwaltung. Sicherlich ein sehr prominentes Beispiel, aber wenn man genauer sich mit der Thematik beschäftigt, vielleicht braucht es so ein prominentes Beispiel, aber es ist nur so eine Spitze des Eisberges, weil wir haben, wenn man bundesweit schaut, durchaus mehrere hundert solcher Angriffe im Jahr auf Verwaltungseinheiten unterschiedlichster Art, bis auch in die kleine Kommune, und auch die Zunahme sozusagen solcher, also wir haben jährlich etwa eine Verdopplung in dem Bereich. Das kommt nicht immer so in die Öffentlichkeit, spiegelt aber im Prinzip die Bedeutung dieses, gerade dieser Debatte, die jetzt eingesetzt hat, auch um diesen Angriff hier durchaus wieder, und deswegen treibt mich dieses Thema auch so ein Stück weit um. Wie man damit umgeht, weil Digitalisierung ist das eine, aber ich muss natürlich auch sicher digitalisieren und muss dieses auch als Kernkompetenz dann einen sicheren Betrieb auch verstehen. Aber die technische Sicherheit ist immer das eine. Viel schwieriger ist, wenn man in Verwaltungen reinschaut, immer noch die organisatorische Sicherheit. IT-Sicherheit muss im Rathaus auch als Verwaltungsaufgabe klar verstanden werden und muss klar mit organisiert werden. Ansonsten leidet die Akzeptanz letztlich von Digitalisierung in diesem Bereich sehr deutlich, und deswegen hoffe ich, dass wir auch mit ein bisschen Druck über die Gesetzgebung in dem Bereich hier auch mehr Wind reinbekommen in dieses Thema. Ja, denke ich, sehr wichtig, dass wir Chancen und Risiken sehen bei dem Thema, sowohl die Risiken angehen, durch kluge Gesetzgebung, da wo sie nötig ist, zu regulieren, aber auch die Chancen zu nutzen, dafür die Voraussetzungen zu schaffen. Ich freue mich, wenn wir da gut zusammenarbeiten können, und wünsche dir jetzt viel Erfolg für die Stichwahl, damit auch Petershagen-Eggersdorf eine moderne, bürgerfreundliche Verwaltung bekommt, die IT-kompetent ist. Viel Erfolg vielen, dabei. Vielen Dank. Ich hoffe auch, dass das klappt, und dann können wir uns gerne weiter zu diesem Thema austauschen und das auch einfließen lassen. Das machen wir auf jeden Fall. Alles Gute dafür. Danke.